Heute haben wir erfahren, dass wir immer noch Winter haben. Eine Schneefront ist von Norden nach Süden über das Land gezogen und unser Wetterreporter Michael Kögel ist ihr heute entgegengereist. Im Neckartal bei Eberbach ist sogar schon am Morgen etwas Schnee gefallen. Das ist in dieser Region auch in normalen Wintern nicht alltäglich. Tja, Schnee zwischen Neckartal und Odenwald und unser Wetterreporter mittendrin. Das ist Wetter. Gestern noch Frühling und heute schon wieder Winter. Der Spätwinter ist schneller zurück als gedacht. Im Vergleich zu gestern ist es heute Morgen gut 10 Grad kühler. Nachdem die Kaltfront in den frühen Morgenstunden bereits über Rheinland-Pfalz ordentlich Schnee abgeladen hat, ist als nächstes der Norden Baden-Württembergs dran. Gegen 8 Uhr geht der Regen hier in Eberbach ruckzuck in Schnee über. Wir sind mal wieder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Über Nacht ziehen sich die Regen- und Schneefälle Richtung Alpen zurück. Teilweise lockern die Wolken auf, örtlich bildet sich Nebel. Bei plus 2 bis minus 4 Grad müssen Sie mit glatten Straßen und Wegen rechnen. Vom Neckartal geht's rauf in den Odenwald. Rund um Wald Katzenbach hat sich heute Morgen innerhalb kürzester Zeit eine geschlossene Schneedecke gebildet. Kein Wunder, denn es schneit stundenlang. Es ist eines der kräftigsten Schneefallgebiete in diesem Winter. Im Laufe des Tages zieht es weiter Richtung Süden. Ja, guten Morgen ins warme Studio nach Stuttgart. Ich stehe hier gerade oberhalb von Wald Katzenbach. Bei so einer Wetterlage sind wir natürlich ein gefragter Gesprächspartner bei den Hörfunkkollegen von SWR 4. Es schneit hier oben gerade im Odenwald wie verrückt. Meine ganz persönlichen Eindrücke live fürs Radio. Nicht nur mich beschäftigt der Schnee, sondern auch die Waldkatzenbacher. Sie sind zwar weiße Überraschungen gewohnt, doch einige hätten diesmal gerne darauf verzichtet. Ich will keinen Schnee mehr. Ich will jetzt Frühling. Ich will es warm haben. Ich will Schnee glücklich sehen und Krokus. Ja, und jetzt kommt die Dachlawine oben runter. Gestern war noch alles grün, heute ist alles weiß. Ja. Also das ist doch Wahnsinn, oder? Aber bei uns kommt es öfters vor. In Neckartal ist alles grün, bei uns, wir haben den Schnee, wir haben das Wasser, wir haben den Schnee. Also dann sage ich mal vielen Dank und noch viel Spaß beim Schippe. Genau. Ja, heute alles anders als gestern, aber es bleibt erstmal einigermaßen kalt, wie es morgen bei Ihnen vor der Haustür aussieht. Hier sind Sie, die Regionalkarten. Unser Wetter in Baden-Württemberg. Ein schwaches Hoch bestimmt morgen unser Wetter. Rund um Tübingen, Stuttgart und Heilbronn wechseln sich bei rund 6 Grad dichte Wolken und Sonnenschein ab. Mal Wolken, mal Sonne auch im Nordwesten. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad im Schwarzwald, 4 im Odenwald und 7 Grad am Rhein. Zwischen Main und Ostalb sieht's ähnlich aus. Etwa 2 Drittel Wolken, 1 Drittel Sonne, am Nachmittag 3 bis 6 Grad. In und um Oberschwaben wird es auch recht freundlich. Neben kompakten Wolken scheint ab und zu die Sonne, abends fällt am Bodensee etwas Regen. Das ist auch am Hochrhein möglich, sonst erwartet uns in Südbaden eine Mischung aus grauen Wolken, blauem Himmel und etwas Sonnenschein. Mehr als 2 bis 8 Grad gibt's nicht. Die Polarluft vertreibt also den Frühling. Und das in nur wenigen Stunden. So schnell kann es beim Wetter gehen. Im Laufe des Tages hat es selbst in der Rheinebene geschneit. Liegen geblieben ist dort zwar kaum was, dafür aber umso mehr in Lagen oberhalb 500 Meter, so wie hier rund um den Katzenbuckel. Ist doch schick, mein Schneehut, oder? Ist gar nicht so leicht, den auf dem Kopf zu balancieren. Ja, spätestens mit dem heutigen Tag haben wir alle gelernt und erfahren, dass wir Ende Februar tatsächlich noch Winter haben. Die Kaltfront von Tief Xin hat das ja eindrucksvoll bewiesen. Aber wahrscheinlich ist es am Ende, wie so oft in diesem Winter, nur ein Wintermezzo. In den nächsten Tagen bleibt es zwar kalt, aber so richtig Schneenachschub ist nicht in Sicht. Am Donnerstag ist es mal sonnig, mal bewölkt. Ein paar Regentropfen oder Schneeflocken sind möglich. Der Freitag ist sonniger. Nachts herrscht meist leichter Frost. Tagsüber gibt es 0 bis maximal 7 Grad. Der Trend? Das Wochenende wird abwechslungsreich.